Mehr als 1000 Menschen demonstrierten am Freitagnachmittag auf der Nethebrücke zwischen Bruchhausen und Bergen und blockierten diese für mehr als eine Stunde. Sie demonstrieren dagegen, dass die Lebensader zwischen den beiden Orten für 18 Monate wegen eines Brückenneubaus gesperrt werden soll. Nee, habe ich nicht gewusst. Hallo. Hallo. So, wenn jetzt die Musik soweit ist, bitte alle mittig über die Straße gehen. In Richtung Ottbergen. In die andere Richtung wäre schlecht. Zunächst die Tatsache kritisieren, dass durch den geplanten Bau einer Bellbrücke als Fußgängerbrücke die Lebensader zwischen den Orten zerschnitten wird. Zum Bau der Brücke selbst werden wir uns nach der Vorstellung der Pläne am Montag äußern. Hier geht es um ein Sachproblem, das jeder Bürger weiß, dass gewisse Einschränkungen zu erwarten sind. Dass es zu dieser Baumaßnahme seitens der Politik, der Verwaltung und dem Landesstraßenbauamt NRW im Vorfeld keinerlei Informationen an uns Betroffene gegeben hat, veranlasst uns, die Vorgehensweise massiv zu kritisieren. Aus vorgenannten Gründen fordern die Bürger noch einmal, die Politik, Verwaltung und den Landesstraßenbetrieb auf, dem Bürgerantrag vom 13.03. zu folgen und eine für Pkw-Fahrzeuge befahrbare Hilfsbrücke für die Zeit der Bauarbeiten zu erstellen. Folgen Sie bitte unserem Antrag. Dauernde Suche nach Argumenten gegen eine befahrbare Brücke zur Rechtfertigung des Planungsfehlers sollte nun endlich eingestellt werden. An die Verwaltung gerichtet, unterstützen Sie den Antrag von 832 Bürgern der Gemeinden und korrigieren Sie Versäumtes. Bürgerinitiative Ottbergen-Bruchhausen, mit freundlichen Grüßen, hätte ich beinahe gesagt.